Moin Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video geht's weiter mit Portal 2. Und wie wir alle wissen, gab es eine ziemlich lange Pause davon. Oh ne. Das sollte stimmen, oder? Ups. Fass. So. Also es gab eine ziemlich lange Pause von Portal. GLaDOS, kannst du mal kurz sein Maul? Danke. Nee, also eben, was ich sagen wollte ist, es gab eine viel zu lange Pause von Portal. Und ich habe jetzt auch mal kurz mein Setup ein bisschen umgeändert, wie man das hier sieht. Mein Mikro ist jetzt hier und die Tastatur ist dahinter. Und was? Ah, da. So, hier sollte gleich Wheatley rauskommen. Ja, wir haben Wheatley. Der Vorteil, wenn man Portal kennt. Wheatley wird zwar nie sprechen, aber wir haben Wheatley. Und ich glaube sogar, Wheatley ist ein Objekt, das kann man zerstören. Okay, aber wohin muss jetzt das Teil? Ah, dahin. Das Ganze ist leider nicht in Portal 2 auch ein Achievement, die ganzen Dinger zu zerstören. Aber es wäre geil gewesen. So, passt auf, wir zerstören jetzt die Story. Wir zerstören jetzt die Story. Scheiße. Wheatley ist ein Objekt, das nicht zerstört werden kann. Na dann, Wheatley, komm mal mit. Wir beide retten jetzt die Welt. Oh. Danke. Aber ich weiß nicht, ob ich das wissen wollte. Shit, das war knapp. Bin mir glaube ich sicher, dass das ohne auch geht, also. Fuck, nein, meine Maus! Ich habe gerade Mausprobleme. So zu 100% würde ich sagen. Oh, ich habe F gedrückt. Was weniger schlauer meiner Meinung nach. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Okay. Wir wurden einfach fetter. Moment. Okay, so jetzt. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Okay.
der habe ich dann den Chill erschrocken, ne? Au. So, diese Plattform bewegt sich jetzt. Okay, gut. Alles. Warum warte ich jetzt ein paar Monate, ein paar Wochen, kein Portal mehr? Ganz einfach. Ich hatte gerade ein paar andere Videoideen, die ich unbedingt mal machen wollte. Und jetzt habe ich die durch. Und jetzt können wir wieder treffen. Und zwar ganz ohne Probleme. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Halt dein Mann. Ich kann auch noch 5000 Kilometer in einer Sekunde durchmachen. Was ist das jetzt? No. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Nein, kein First Try. Das war dumm. Ey! Meine Güte. Jetzt. Okay, es war nicht allzu schwer. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Ja, ich denke schon. Dürfte ich erfahren, wieso? Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Wie sieht das aus? Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Wo ist das Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Tja, dann lass mich doch zu dir. Let's go. Ui. Ui. Da kommt der ganze Müll, ne? Das ist halt das Ding mit den Ratten. Und da kommt Müll. Da kommt Müll. Okay, würde man sagen, ich lasse den ganzen Müll einfach hier rauskommen und ich stehe dann davor und pluck den Müll. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Oh, da kommt Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Nein! Das Radio! Genau das sollte ich behalten. I mean. Du musst nicht mit dem Müll testen, es ist nur Müll. Drück den Knopf nochmal. Der Turret macht einen guten Button. Okay. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Warum? Warum bin ich Müll? Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Okay.
Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache. Oh, habe ich dir etwa aus Versehen deinen Test vermasselt? Tut mir leid. Das tut Nimm ja dir leid. Noch einen anderen. Leid. Oh nein, schon wieder vermasselt. Was soll's, wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Ey, sieht man da mal Weedly. Was macht ein Weedly hier? Okay, es gibt hier irgendwie einen Trick, wie man den Würfel dort nach oben bringt und das gibt euch ein Achievement. Das Ganze werde ich dann gleich versuchen, aber ich will jetzt zuerst die Testkammer normal durchspielen. So, genau, denn das gibt jetzt uns diese Plattform. Und wie man da durchkommt, weiß ich glaube ich auch. Man muss dann doch einfach von hier oben nach ganz da unten kommen. In den an der Wand zu platzieren, dort das Ding zu schießen, hier reinzuspringen, um hier zu landen und dann versuchen, den Cube zu bekommen. Ja, genau, so müsst ihr es machen. Ihr müsst ihn ganz an der Ecke platzieren. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln können. Der hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Nee. Ihr wird gleich kaputt gehen. Told you. Ich glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Sie sind so empfindsam. Und wir haben so viele davon. Okay. Was kommt jetzt? Gibt's jetzt ein neues Kapitel? Oder gibt's immer noch ein altes? Ich hatte Bock auf ein neues Kapitel. Schade. Der nächste Test beinhaltet Emanzipationsgrills, weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Wir haben noch 10 Minuten. Die Abhandlung geht erst 20. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Test auf eigene Gefahr, ich bin gleich zurück. Okay, Guys, ich werde euch das in Zeitlupe abspielen. Und schon mal vorweg, ihr werdet verwundert sein, was sie gesagt hat. Und diese Testkammer war actually easy. Oh Gott, mein Mikro.
Als nächstes. Teil 3. Die Rückkehr. Oh, das ist dieser Kamera. Oh, guys, hier zeige ich einen kurzen Clip wie Speedrunner. Leute, die die Kameras schnell durchspielen oder das Game extrem auseinandergenommen haben. Also, bis gleich. Bis gleich. War das extrem verrückt im Vergleich zu dem, wie ich es spiele. Hier unten, nicht da unten, da oben meine ich, wird jetzt gleich ein Speedrun-Timer eingeblendet, damit ihr seht, wie lange ich brauche. Hey, ich bin's, mir geht's gut! Ich bin wieder da. Die Plattform hier sendet ein Notsignal aus. Okay, ja. Du warst das, oder? Gut, versuch's jetzt. Ich weiß nicht, was man macht, damit ich das einfach so rum, dachte schon, dass wir aber die Plattform kann für jemanden deiner Größenordnung nicht kalibriert werden. Ich füge dem Maximalgewicht ein paar Nullen hinzu. Du siehst übrigens gut aus, so gesund. Versuch's jetzt. Welcher Vogel ist das zu fassen? Und dann hat er doch... Du hast wohl die Ladekapazität überschritten. Gut, dann senke ich eben die Decke. Wann kannst du die Decke eigentlich senken? Ja, lass uns halt hier reden. Lass uns reden. Schaut doch mal gerne kurz aus in den Chat, dann ist jetzt da ein bisschen was ab. So, nice. Jetzt so als nächstes warten, bis das. Dann müssen wir da hin. Ah, ich verstehe. Jetzt sind wir schon wieder der OBS. Genau. Dann warten, bis ich die Aufnahme wieder beenden kann. Dann hier. In das wunderschöne Portal. Noch so eine Minute, wo wir gerade voll gefällt haben, drauf zu landen. Dann sind wir zum Würfel. Ah, schön, das müssen wir nochmal dort runter. Also hier drauf, hier drauf. Dann mach ich mal sich. Sieh nur, wie majestätisch du durch die Luft segelst. Wie ein Adler, ein fetter Adler. Ich finde das jedes Mal aufs Neue geil. Und boom. Wie lange hat mich gebraucht? Ich habe keine Ahnung. Der Weltrekord liegt, glaube ich, bei 35 Sekunden, oder? Ich weiß es gar nicht, das werde ich aber dann gleich beim Video sehen. Und ja, es ging ziemlich schnell, actually. Viel Spaß beim nächsten Test. Ich gehe jetzt zur Oberfläche. Es ist so ein schöner Tag. Gestern habe ich ein Reh gesehen. Wenn du den nächsten Test bestehst, lasse ich dich vielleicht im Fahrstuhl bis ganz nach oben fahren und erzähle dir von dem Reh. Oh, oh, das ist nett. Anstatt es mich anschauen zu lassen? Nein, ich erzähle dir von ihm. Danke dir. Let's go. Auf die Faceplate. So heißen die ja. Im Englischen. Wie sie im Deutschen heißen? Keine Ahnung. Ich weiß, dass sie so im Englischen heißen. Und jetzt gibt es hier, glaube ich, einen Block, genau.
Und da kommen jetzt die Würfel raus, ne? Genau. So, und der kommt jetzt hier. So. Und dort unten ist das Dings, ne? Genau. Okay, aber wie kommen wir jetzt da wieder hin? Was? Der Würfel steckt. Der Würfel steckt. Was? Was? So. Wo ist der Würfel? Ist der Würfel dort unten? Das ist doch ganz eindeutig in das Portal hier gefallen, oder nicht? Oder bin ich jetzt blind? Nein, 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 nein. Ach so. Ah, oh. Ich kann hier runter. Wäre ich nicht zu blöd, da mich reinzufallen, dann würde es gehen. Aber ich war zu blöd und falle aus Versehen runter. Ohne Würfel. Jetzt haben wir den Würfel. Boom. Jetzt. Ist dann natürlich die Frage, wenn wir den... Ah, nee, 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 nee. Dann ist es aktiv, genau. Also der muss dahin, genau. Du leuchtest jetzt zwar, aber das sollte uns nicht hindern. Genau. Hier ein Portal hinzusetzen. Genau. Und jetzt brauchen wir hier unten den Würfel. Nehmen den. Gehen hier runter. Und gehen hier durch die Kammer. Ich finde, das ist so episch, hier durchzufliegen. Ne? Test bestanden. Ich habe heute kein Reh gesehen, aber Menschen. Aber mit dir hier habe ich mehr Testsubjekte, als ich brauche. Oh, das ist schön. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, Guys, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Kametendo. Vergesst bitte nicht, einen Kommentar zu schreiben, was ich vielleicht noch verbessern könnte. Ob ihr irgendwelche Tipps habt bezüglich Kamera, denn ich bin mir noch immer überlegen, wie man die besser machen kann. Und sonst schreibt mir einfach noch andere Fragen, die man wiederum in Videos packen kann und nicht meinen Podcast. Checkt ihn gerne aus. Da kam, glaube ich, gestern sogar eine neue Folge raus. Bin mir gar nicht mehr sicher. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Kametendo und wünsche euch noch einen schönen Tag.